Was geht bei einer Bieben Bokto Bros? Beim Bammel bis Bokto Baul. Bum bip bum. Bum 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 bum. Das war ein wenig unerwartet, sagen wir es mal so. Hallo Leute. So. Hallo. Falls ihr den letzten Part nicht gesehen habt, schaut da vorbei. Achtung, Spoiler. Willst du erzählen, was passiert ist? Ach ja, genau. Im letzten Part haben wir den 6 gegen 6 Kampf gemacht. Wenn ich gespoilert werden möchte, kann sich den Part gerne jetzt noch schnell angucken. Ansonsten habe ich gewonnen. Tatsächlich ganz erstaunlicherweise und darf mir jetzt hier von Present ein Pokémon noch holen. Deswegen sind wir gerade im Tauschmenü. Ich habe zwar am Ende des Parts gesagt, ich werde mir wahrscheinlich den Affen holen. Also Oranguru oder wie auch immer. Komandutan. Komandutan. Aber ich habe nochmal taktisch nachgedacht und denke mir so, der Affe kann nix. Er kann wirklich nix. Denke ich. Also, irgendwo kann er bestimmt mal was, aber hier kann er nix, glaube ich. Und deswegen werde ich ein bisschen vorausschauend denken. Und ich habe keine Lust, dass Present X-Bud bekommt. Auch wenn ich selber ein Golbat habe, aber ich will, dass Present kein X-Bud bekommt, weil X-Bud ist ein sehr gefährliches Pokémon, deswegen hole ich mir jetzt ein Golbat. Weißt du, was mir da nicht gefällt? Du hast die Großwurzel. Ja. Ja, das ist mir egal. Hey, dann muss ich das nochmal zurückändern, weil ich habe bei Komu Dutan schon das Item runtergenommen. Ja, das ist mir egal. Ja. Okay, warte, ich tausche dir jetzt rüber und du tauschest mir nach dem Part zurück. Ist das okay? Machen wir das so? Ja, okay, können wir machen. Okay. Weißt du, was du dafür bekommst? Was bekomme ich denn Schönes? Es muss ja ein Pokémon sein, was ich sogar in der Theorie verwenden dürfte, ne? Soll ich dir Habitak wiedergeben? Bitte nicht! Nein! Das kriegst du jetzt einfach zurück. Ich bin ziemlich traurig. Und ich sag dir... Du bekommst Habitak wieder zurück. Ich sag dir, den nächsten Kampf gewinnst du und ich bekomme das Habitak wieder. Ja, ja, so wird's sein. Zu 100%. Ja, das Ding wird jetzt einfach das Tauschmittel. Finde ich gut. Ja, das finde ich auch super. Wir sind da auf jeden Fall sehr gut abgestimmt. Du kommst jetzt bad. Ich wette, du hast dich schon so insgeheim gefreut. Mein cooles Golbat. Das kann ich dann zu einem X-Ball beginnen. Nee, tatsächlich ist mir das so ziemlich egal. Ich hätte, glaube ich, ja, ich weiß, Dauer irgendwann weggepackt, aber... Aber ein X-Ball ist, finde ich, stärker als X-Ball ist stark, ja. Da hast du recht. Das ist stärker als Komandutan. Ja. Ich meine, das eine ist Juju, das andere ist Enyu, es muss stärker sein. Nee, dann mache ich dir direkt die Situation kaputt. Geh weg. Also, klar, du hattest in diesem Team wirklich wenige Pokémon, wo ich sage, die sind sowieso irgendwie geeignet und ich werde es halt auch nicht ins Team nehmen, aber ich hätte genauso Komandutan nicht ins Team genommen. Ja, das ist so die Sache, wenn du es halt sowieso nicht mit reinnehmen möchtest und du kannst halt Alola Slimer nicht mit reinnehmen, du kannst Marikek nicht mit reinnehmen und ja. Ich glaube sogar, Alola Slimer hättest du in dein Team reingenommen, wenn du es nehmen könntest, oder? Ich glaube, entweder das oder halt Marikek, ich weiß nicht, Marikek wäre halt auch ziemlich cool gewesen, so als Wasser-Pokémon. Aber ich glaube, Alola Slimer ist so dein stärkstes. Ich würde schon sagen, ist das stärkste. So, es ist die Frage, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt... Sofort sagen, ich werde aber noch kurz in meine Box gehen und ein paar Pokémon austauschen. Okay, stimmt, da kann ich auch nochmal was machen. Ja. Erstmal hier das hier einsammeln. Der Seigert-Würfel. Nice. Lol. Ein Seigert-Würfel. Ja. Oh lol, ich habe gerade so ein gutes Item gefunden und jetzt ist das Pokémon weg. RIP. Heavy. Ja, Golbat, ich hätte gerade ein perfektes Item für Golbat. Ich glaube, ich weiß, was du gefunden hast. Ich muss nochmal gucken, wo es das gibt. Was denkst du? Ich glaube, es ist der Evoli. Nalo. Hallo. Balo. Okay. Okay. So. Jetzt habe ich dieses coole Habitak, ja. Habitak? Ja, stimmt. Ich muss gerade kurz überlegen. Ja, da war ja was. Na, da war ja was. So. Okay. Was wir jetzt machen müssen, ist... Wir müssen, glaube ich, zu diesem Hotel. Da könnten wir uns theoretisch auch noch ein Pokémon fangen. Und dann fährt man, glaube ich, ins Aether Paradise. Das kann sehr gut sein. Wie kommt man zum Hotel? Das ist eine gute Frage. Rechts. Nein, das ist rechts von... Leuchtturm, oder? Hier ist die Stadt. Nein, das ist nicht da, wo man gerade ist. Man muss dafür... Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie die Stadt heißt. Da, wo man am Anfang da ankommt. Kantai City. Ja, Kantai City. Da muss man hin und dann einfach unten auf die Straße langlaufen. Ach ja, zu Sandburg und so. Ja, okay, jetzt weiß ich.
Jetzt weiß ich Bescheid. So. Und ja. Ich weiß nicht, ob man direkt dahin fährt oder ob man nochmal kurz zum Strand kann, aber ansonsten wäre da noch ein potenzieller Encounter. Ich glaube, das wäre auch so ziemlich der letzte Encounter von der Insel. Also jetzt beim Strand meinst du, oder? Ja, genau. Ja, okay, dann lass uns den mal machen, ne? Ja, wenn man da überhaupt schon hin kann oder wenn die sagen, ne, wir fahren jetzt weg, tschüssi. Tschüssi. So. Ich glaube, ich muss mich mal ganz kurz auffallen. Ich habe das bisher noch nicht gemacht, oder? Habe ich das gemacht? Ich habe mich aufgeheilt. Aber ich wollte gerade die Reihenfolge noch in meinem Team ändern. Ja, dann mach das mal. Junge. Okay. Dann passt das und ich gehe jetzt zum Hotel. Dann heile ich mich mal auf und so und ja, dann sind wir ganz gut dabei, ne? Ich habe jetzt auch das sechste Pokémon, also ich habe jetzt Habitag logischerweise weggepackt, weil ist halt ein Habitag auf Level 8. Lol, was hast du denn gegen Habitag? Bist du gemein? Weiß ich nicht. Was hast du gegen Habitag? Du hast es mir wieder gegeben. Was ist los mit dir? Auf jeden Fall kann man zum Strand und ich bin jetzt auch gerade hier am Strand. Ja, das ist schön für dich. Es ist ein sehr schöner Strand. Ja? Ja, das freut mich für dich. So. So, jetzt bin ich auch gleich am Strand. Ich bin jetzt erstmal am Hano-Hano-Resort. Okay, das ist ein cooles Resort. Ich muss voll bedenken, dass er ja eine Nuzlocke ist und ich nicht einfach so hier durch die Gegend renne. Oh, Pokémon, das ist so ein schönes Spiel. Ich lasse alle meine Pokémon besiegen. Hi! Weil die Sache ist die, super lange her, oder ich bin extrem aus dem Aufnehmen einfach im Allgemeinen raus. Weil, ja, das kenne ich, das kenne ich. Viel vorproduziert und jetzt haben wir nichts. Die Sache ist ja auch, ich war 3 Wochen im Urlaub. Hab dafür sehr viel vorproduziert. Ich möchte jetzt hier keinen Nebenjob annehmen. Hab dafür sehr viel vorproduziert. Und dann war ich 1 Woche zurück. Und dann wurden meine Weisheitszähne gezogen, wofür ich wieder vorproduzieren musste. So, also, es ist alles sehr... Moment, ist das jetzt mein Encounter? Wenn du am Strand bist, ja. 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 Bist du ins Wasser gegangen, oder... Tja. Das werde ich nie erfahren. Vielleicht, wer weiß. Okay. Auf jeden Fall ja, und deshalb konnte ich auch noch nicht so richtig in diesen Flow reinkommen, weil der halt immer wieder unterbrochen wurde. Ja, und ich versuche jetzt auch, mich mal wieder so ein bisschen da reinzufinden. Ist wirklich einfach super ungewohnt, aber hey. Aber wir sind ja professionelle Web-Video-Creator. Ja, wir kommen mit diesem professionell. Damit, klar. Ganz einfach, Mann. Alles easy. Ich bin zu dumm, um diesen scheiß Seigert-Würfel aufzuheben. Danke. Holy shit. Ja, das kann durchaus sein. Ich hätte das jetzt zwar so nicht formuliert, ne? Ich will dich ja nicht down machen. Ne? Ich bin ja jemand, der sehr nett ist. Ich will dich ja nicht down machen. Down machen. Als ob, was hat er... Ich hasse dieses Pokémon. Warum? Ja, ich kann es auch gleich einfach sagen. Ein Stern, du hatte ich gerade als Encounter. Aha. Es hat Tarnung eingesetzt oder was auch immer. Und ist zum Bodentypus geworden, weshalb mein Server ihn besiegt hat. Ich bin faul. Fresen ist dumm. Ich hasse dich. Du bist sehr dumm. Du bist ein sehr professioneller Webproduzent. Ja, Webvideoproduzent. Webvideoproduzent. Oh, ich hätte so gerne dieses Pokémon hier gefangen, Mann. Die Sandburg, Mann. Die Sandburg. Die Sandburg ist schon eine ziemlich coole Sandburg. Jetzt weißt du, dass ich die Sandburg nicht habe. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Das könnte auch ein Bluff sein. Das ist ein Riesenvorteil, oh. Ja gut, du hast Pampuli, du würdest sowieso niemals die Sandburg in dein Team packen für Pampuli. Ich liebe halt die Sandburg. Warum hat... Holy shit, du musst gleich mal drauf achten, wenn du bei diesem Boden bist. Man ist da halt so mit Tali und kurz bevor man da steht, ich habe es gerade so schnell weggeklickt, Tali guckt richtig stoned, richtig angepisst. Du bist schon da drin? Ich bin jetzt schon gleich im Eva-Ding, ja. Ich fahre dann gehe ich da auch mal hin, weil ich wollte erstmal schauen, ob man da vielleicht noch ein Item bekommt. Bei diesen coolen, aber. Bei welchen coolen? Ja. Tja, da warst du wohl nicht, mein Lieber. Also hast du kein Sankabu. Ach, du meinst diese Sanddinger, diese Sandgraben. Ja. Oder was? Coolen. Ja. Eine coole, ja. Weißt du nicht, was ich weiß schon, ich muss kurz. Die coolen. Ja, wenn man das gerade so gedeutet, dann denken wir, welche coolen Leute denn? Die coolen Leute, oh. Was geht? Dieser Typ sieht mir ein wenig suspekt aus. Der ist bestimmt ein ganz lieber Typ, ne? Hey, der ist cool. Das ist Faber. Fabian. Fabian heißt er im Deutschen. Was hast du gesagt? Wie heißt Faber der? Heißt er im Englischen, Faber? Faber. Faber, okay. Faber. Das ist ein wunderschöner Name. Ja. Faber. Ja. ja.
auf jeden Fall denke ich, dass wir heute diese ganze Aether-Paradise-Geschichte machen, weil hier sind halt eh 10.000 Cutscenes. Ja. Richtig. Wir werden auch das allererste Mal, Achtung, Spoiler, eine Ultra-Bestie. Ein Mogelbaum encountern, genau. Ein Mogelbaum encountern. Mogel. Das sage ich, weil da gerade ein Mogelbaum war. Das wurde mit dem Fahrstuhl einfach hochgefahren. Ist es nicht absolut verrückt? Die Technik von heute. Damals hatten wir sowas noch nicht. Aber heutzutage. Tja. Was alles so möglich ist. Krass, ne? Ja. Das Äther. Das. Wie sprichst du das aus? Äther. Ja. Wirklich? Äther. Spricht man das so aus? Ja. Keine Ahnung. Also Äther finde ich so. Ja, knallhart, ich weiß nicht. Äther ist ja auch trotzdem, im Deutschen gibt es ja auch das Wort Äther. Ich weiß. Aber wird das nicht sogar tatsächlich mit E geschrieben? Also so schön eingedeutscht? Nein, soweit ich weiß, wird es mit Ä geschrieben. Okay. Ja, der weiß Äther. Ich nicht. Ich dachte, das wird so hart eingedeutscht. Äther. Äther. Der Aether. Oh Gott, nee. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Aether. Der Aether. Oh, da ist dieses coole Mogelbaum und ein Mangunion. Das hast du einfach ignoriert. Nee, das ist auch nicht so cool, wie das Mogelbaum. Das kannst du doch nicht einfach sagen. Das ist ein Mangunio. Wie spricht ihr das Ganze hier aus? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Sprecht es bitte nicht Aether aus. Das habe ich nicht ganz verstanden. Wieso haben die ganzen Leute unter dem allerersten Part eine Frage des Videos beantwortet, die es nicht gab? Welche denn? Irgendwie, was ist euer Lieblingsstar oder was ist euer Liebling? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben wir das ja so gefragt. Weiß ich nicht. Haben wir das? Kann sein. Kann sein, ja. Vielleicht war es der Fall. Wow. Das würde Sinn ergeben. Wow. Uff. Die gute alte, wie hieß sie nochmal? Vicky? Pia. Ja, meine ich ja. Pia. Kennst du nur die englischen Namen oder wie? Ich weiß nicht mal. Doch, das dürfte auch der englische Name sein. Ja, tatsächlich. Ich habe mir die Deutschen irgendwie nie so gemerkt. Ja, das ist natürlich, das geht nicht. Du als Deutscher musst auch die deutschen Begriffe verwenden. Aether. Aether. Muss ich hier lang? Ich schätze mal. So, ich bin jetzt hier in den coolen Cutscenes. Ich hoffe mal, die machen auch ein bisschen mehr aus dem Gebäude hier. In Ultrasonne und Ultramond, weil irgendwie ist man hier nur ein, zweimal drin und dann war es das auch schon wieder. Was? Ultrasonne und Ultramond? Du kannst das hier noch nicht spoilern. Diese Spiele sind so geheim. Die gibt's gar nicht. Alter. Wir haben uns noch nicht über Wolfrock in der Dawn oder wie heißt die, in der Dusk oder keine Ahnung, wie heißt die auf Deutsch? Ich du musst die deutschen Begriffe benutzen. Ja. Wolfrock, wie heißt die auf Deutsch? Dämmerung. Dämmerungsform, genau. Wie findest du sie? Ist da gab es ja cool. Gemischte Gefühle. Ist ganz cool. Ich kann die Bedenken verstehen, dass sie ziemlich faul waren und einfach nur dasselbe Model benutzt haben und quasi so ein bisschen, oh, dann machen wir mal orange und dann zupfen wir hier noch so ein bisschen an den Haaren und dann kommt da noch so ein Stein raus. kann ich verstehen. Das beschreibt es ganz gut. Ich finde es ganz cool. Ich glaube, ich finde es besser als die Nachtform, aber ich denke, ich finde die Tagform immer noch am besten. Ja, doch. Ich würde eben so, ich würde meine Unterschrift unter dieser Aussage setzen. Unter dieser Aussage. Die Slimer hat sich gerade die ganze Zeit umgeguckt, weil hier ein Erdbeben ist, das ist lustig. Oh lol, krass. Die Sache ist ja die, ich habe gar nicht drauf geachtet, welches Pokémon gerade vorne ist, fuck. Welche Technik in den Kampf geschmissen? Gegen wen kämpfen wir denn? Gegen Anego. Ja, Alter, Anego hat mich damals richtig gerackt, merke ich gerade. Ja gut, ich habe Pluto, ne? Aber war das nicht so, dass es sogar flüchtet? Also, ich glaube, man kann es besiegen, aber ich glaube, es kann auch flüchten. Bei mir ist es nämlich, meine ich, geflüchtet. Ja, aber es kann ich vorher auch angreifen erstmal. Ja, ja. Deshalb. Ich hoffe, ich kann auch wechseln. Das wäre sehr super. Moment, ist Marikek schon vom Feentypus? Marikek, nein. Okay, weil ich glaube, dann kann ich einfach mit Marikek leaden und eine Z-Surf-Attacke einsetzen. Sind wir einfach sehr vorsichtig. Fiep, fiep. Moment, lass mich auch dahin kommen. Du weißt, können wir gleichzeitig starten. Du arme Kreatur. Ja, okay, du bist schon mir viel zu weiter. Ich bin jetzt erst gerade beim Alola Slimer. Man kann Pokémon wechseln. Er soll dich warten. Ja, wäre vielleicht ganz cool. Ich habe gerade diese. Also jetzt sehe ich gerade Samantha. Ich denke mal, es sollte mir nichts machen, wenn ich Pampuli vorne habe und außerdem kill ich das One-Hit. Ja. Ja, das kann gut sein. Ja, das stimmt eigentlich. Das kann dir gar nichts machen. Nee. Du bist ein Pampuli. Alter, du hast Pampuli in deinem Team? Krass.
Also ich warte jetzt hier. Ich stehe so rum, laufe hier so rum. Ich bin gerade dabei. Gleich werde ich das richtig krasse Gesicht von Samantha sehen, woran wir erkennen, dass sie schon böse ist. Also nicht schon, sondern dass sie kommt böse nicht, ist. Kommt das nicht danach? Ach, wo sie so ein bisschen chemisch guckt, so... Ach, chemisch. Ja, chemisch. Ja, die schaut schon sehr chemisch. Ja. Ja, ich meine, sie ist 40 Jahre alt, sieht aus wie, keine Ahnung, 18, 20. Da muss natürlich ein bisschen Chemie im Spiel sein. Richtig. Richtig. Hast du gut beschrieben, das Ganze. Bist du ready? Ich bin dabei. Jetzt kommt die richtig krasse Cutscene, die wir leider schon aus einem Trailer kannten. Ja, ich glaube, die hätte man tatsächlich quasi nicht zeigen Secret sollen. Lassen können, ja. Natürlich kann man es schon irgendwie verstehen, man will irgendwie die Ultrabestien zeigen und so weiter und so fort und dies und jenes, aber es ist schon cooler, wenn man sowas das allererste Mal sieht. Ja, das stimmt. Wobei dafür hatte man natürlich dann später das mit Solgaleo bzw. Lunala in dieser Ja, das war ja Welt, so ziemlich die wichtigste. Immerhin. Immerhin etwas. So, jetzt aber, komm, warte. Fiep, fiep. Gleich bin ich da. Das erinnert mich daran, dass es voll wenige Overworld-Sprites mittlerweile nur noch gibt. Weil normalerweise bei so einer Cutscene wird man ja direkt irgendwie in den Kampf geschmissen. Inwiefern? Bei X und Y zum Beispiel, bei Xenos und den Welten, siehst du ja nicht irgendwie einen Overworld-Sprite, du gehst einfach in den Kampf instant. Ja, gut, ja, stimmt, hast recht. Bei Proto-Groudon, Proto-Kyogre ist es auch so, da hat man zwar die normalen als Overworld-Ding, Zygarde siehst du, ja. Aber wobei Rayquaza ist glaube ich auch... Ich bin ihm bei Ready, ne? Okay. Ja, dann... Okay, 3, 2, 1, go. Go. Fiep, fiep. Ja, da hast du auf jeden Fall recht, das stimmt. Also das im Vergleich zu anderen Spielen. Wobei, gut, in Omega, Rubin und Alpha... Nee, hatte man nicht, da hat man die Ringe nur gehabt. Genau, und das war zum Beispiel am krassesten. Die sind da einfach nur rausgesprungen. Naja. Hast recht. Und in anderen Spielen gab es halt super viele. Oh, jetzt bei 2 mit Gen 5. Ja gut, 5. Dafür ist es jetzt mittlerweile schöner inszeniert. Ja, das stimmt. Ich finde es auch nicht schlimm, also es ist schon enorm. Ja. Level 27. Das sieht sehr rötlich aus, muss man sagen. Ja, ist ja auch so extra gemacht, weil das quasi so einen krassen Boost hat. Ach ja, stimmt. Was für ein Boost hat es? Irgendwie so ein... Weiß ich nicht. Oh, Leute, flink da. Den Ultra-Bestien-Boost. Der Ultra-Bestien-Boost, okay. Ja, jetzt kommt das war's dann wohl mit Nanego. Tschüss. Hast du es besiegt oder wie? One-Hit, ja. Mal schauen, ob ich es one-hitten kann. Geh jetzt auf den Super-Wasser-Tornado. Ja, ich habe halt keine Ahnung, welche Boost es hat, deswegen, ja. Ich habe auch nicht drauf geachtet, man kann ja unten das sich anschauen, aber ja. Habe ich jetzt nicht gemacht. Das wird auch interessant, der letzte Kampf gegen Samantha, der wird auch nochmal sehr schwierig. Der wird richtig heftig, außer ich mache das so wie beim ersten Mal, dass ich mich mit meinem Silvara auf plus 6 booste mit Schwertanz und einfach gewinne. Ja gut, das ist eine gute Idee. Damals hatte sie mich halt mit Minimize Pixie zerstört. Ja, ich hatte einfach gar keinen Bock drauf. Da ist das Gesicht gewesen. Da guckt sie sehr gemein. Sehr chemisch. Sehr gemein. Sehr chemisch, genau. Ja. Das stimmt. Und auf einmal ist es weg, das Anego. Krass. Ich mag den Effekt, wo es so verschwindet. Voll cool. Ja, das ist echt ein cooler Effekt. Den muss ich mir für ein Video borgen. Ja, den klaue ich mir einfach. So eine Transition. Den klaue ich mir. Da ist der Blick. Was ihr eben gesehen habt, war eine Ultrabestie. Chemisch. Fahren wir jetzt direkt weiter auf die andere Insel, ja, ne? Und fährt jetzt... Weiß ich nicht, was jetzt passiert. Ich glaube schon. Man fährt direkt von der Aether-Basis quasi rüber. Okay. Ja, das kann gut sein. Wann machen wir eigentlich mal wieder einen Kampf? Ich überlege gerade. Wann ist der nächste Kampf? Der nächste Kampf ist nach diesem Kraftwerk gedöhnt. Nach Elektro-Typen. Ja. Und das ist eigentlich relativ bald. Ich denke so in 2-3 Parts. Ja. Weil wir werden ja jetzt erstmal Team Sky machen. Da. Also Bromley. In diesen... Park oder was auch immer das genau, ist. Genau. Und dann kann man diese Route machen, um zum Kraftwerk zu kommen, ja? Ich hätte doch Kommanduta nehmen sollen. Wieso? Wirst du gleich sehen. Hä? Wirst du gleich sehen. Okay. Ach, die TM. Psychokinese oder wie? Ja! Fuck. Nice, danke, Mann. Oh, lol. Jetzt kommt nochmal so eine coole Cutscene. Das ist der Part der Cutscenes. Wir müssen nichts machen für diesen Scheißpart. Ja. Alter! Du kannst doch diesen Part nicht beleidigen. Für diesen wunderschönen Part, aber ich kann mir Tali angucken, wie er was ist. Smash doch bitte den Like-Button, wenn ihr schon dabei seid. Aber ich muss sagen, diese Cutscene ist einer meiner Lieblings-Cutscenes tatsächlich im Spiel. Die ist super gut gemacht. Ich mag generell Tali in dieser Cutscene auch. Da merkt man, wie belebt Sonne und Mond eigentlich sind. Also, solche Sachen finde ich halt persönlich richtig cool. Ja, das stimmt. Generell auch. Also, ich weiß nicht, ob es in der Cutscene war, aber in irgendeiner Cutscene fand ich Tali richtig cool. Ich glaube, das war die.
Und Tali ist ein cooler Charakter. Tali ist generell ein cooler Charakter. Aber da gibt es halt auch so ein gemischte Meinung. Ja, das stimmt. Er ist halt ein kleines Kind, ein kleines naives Kind, aber er ist sympathisch. Ja, das stimmt. Also nicht im negativen Sinne ein kleines naives Kind, aber in manchen Sachen ist er ein bisschen zu naiv. Mhm. Aber gut, wie alt sind die überhaupt, ist die Frage. Die sind sowieso wahrscheinlich sehr jung. Ja. Ich muss eigentlich, glaube ich, finde Ula Ula am coolsten von den Inseln. Da gibt's. Das ist, glaube ich, auch die abwechslungsreichste. Ja, da gibt's einmal diese asiatisch angehauchte Stadt, beziehungsweise Yoto angehauchte Stadt. Das ist halt einer meiner Favoriten. Da gibt's die Wüste, da gibt's die Pokémon-Liga, da gibt's die Team Sky-Basis. Ja, die Team Sky-Basis ist halt richtig cool. Ja. Generell einfach, also diese Insel hat einfach sehr viel auf einmal, also sehr viel vereint. Ja, finde ich aber auch ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt schon. Und das müsste auch die größte Insel sein. Oh. Was ist los? Okay, alles gut. Okay. War gerade komische Transition. Okay. Ach, ja. Oh, wir kämpfen. Ja, genau. Ich war doch schon mitten im Kampf, also mitten in der Cutscene. Ich konnte nicht davon weg, logischerweise. Ja, bei mir war das Problem so. Ich denke mir so, ich will aber gerade nicht kämpfen und klicke so an, warum denn das? Und dann wurde es kurz schwarz und dann geht's wieder auf und ich dachte so, okay, nice. Ich kann jetzt noch schnell mein Pokémon austauschen. Passt alles. Und dann wurde es halt schwarz und dann wurde es wieder eingeblendet und dann ging der Kampf los und ich denke mir, alles klar. Dankeschön. Ja, das ist ein bisschen RIP. Alola Raichu, unendlich scary. What ja, das stimmt. Das Ding ist ein großer Threat, vor allem, weil es geleadet ist. Alter! Als Psychokinese. Das kannst du nicht erzählen, dass das gerade passiert ist, oder? Also, was hat's gemacht? Als Psychokinese. Ich hasse mein Leben. Als Psychokinese? Ich hasse mein Leben. Wie konnte... Ich verliere. Ich verliere den Kampf, glaube ich. Warum? Sag mal, was los ist. Kann ich dir jetzt gerade nicht erzählen. Okay. Aber bitte verliere ich. Ich will nicht angreifen. Das Ding ist doch viel zu stark. Ach nee. Nee. Ich hasse mein Leben. Nee. Was kann ich machen? Ich kann gar nichts machen. Ich hasse mein Leben. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das gerade passiert ist. Das hat Psychokinese. Fick mich doch, Alter. Nein. Kannst du mir nicht erzählen, dass das gerade passiert ist, oder? Ich bin dir bei mir ist dasselbe passiert wie bei dir! Ist bei dir ein Pokémon gestorben? Ja! Aber was für ein Pokémon ist die Frage? Es wurde gecrittet! Bei mir wurde es nicht gecrittet. Es hat einfach das ganze One-Hit-KO, traurigerweise. Und es war... Erzählst du mir, welches Pokémon bei dir gestorben ist? Ich bin gerade sowas von traurig. Erzählst du mir denn, welches Pokémon gestorben ist immerhin? Dann ja, erzählst du dir auch. Wenn du mir sagst, was bei dir gestorben ist. Okay, wir sagen es auf drei. Okay. 1, 2, 3. Alola Slimer. Pampuli. Als ob... Ja. Einfach, ich hab's in eine Psychokinese reingewechselt, abgefangen und dann kam Elektroball und einfach One-Hit-KO. Ja, Psychokinese, Crit, tot. Ja, gut. Und ich heil mich gerade die ganze Zeit gegen und hoffe, dass Alola Raichu gerade irgendwas anderes einsetzt. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ja, okay. Da kommt. Oh, ein KP, Robustzeit. Oh, stimmt, das ist ziemlich cool. Ist das kacke. Ja, ich hätte vielleicht den Rokara wechseln können, weil jetzt, das tankt ganz gut weg, aber ich glaube, der Crit hat schon gemeldet. Oh, ich hasse mein Leben. Warum ist das auf Level 28? Ja, das dachte ich mir auch gerade. Es kann doch nicht sein, dass im selben Moment so ziemlich unsere stärksten Pokémon beide sterben. Ja, gut. Also, Pampuli war jetzt noch nicht dein stärkstes Pokémon. Na, ich würde schon sagen. Alola Slimer war einfach so wichtig. Ja, Alola Slimer auf jeden Fall. Der Elektroball einfach, boom, zack, tschüss. Keine Ahnung, was auch immer gemacht. Das war's dann wohl. Jo. Oh, ist das ätzend. Das ist so ätzend. Und ich meine, ich bin jetzt immer noch nicht an dem Ding vorbei, ne? Ja. Doch nicht. Das stimmt. Ich auch noch nicht. Das ist gerade ziemlich, ziemlich dumm, das Ganze. Und ich habe meinem Kommanduta noch nicht die Psychokinese gegeben, weil wann denn bitte? Ja, okay, aber das bringt ihm jetzt auch gerade... Ja, und das... Ja, ich glaube, du hattest stärker. Gar nicht die Möglichkeit. Nee. Okay, ich muss jetzt hoffen, dass jetzt Zeitmove ausreicht. Bitte mach nicht so viel Schaden. Das ist relativ viel Schaden. Es kommt halt drauf an, ob das jetzt eine Roll ist oder nicht.
Alola Raichu ist so stark. Oh, es reicht bitte, nicht aus. Bitte sei jetzt keine Max Roll, bitte. Okay, keine Max Roll. Es hat ganz knapp nicht gereicht. Bitte hab keine Tränke, Tadi, dann geh doch nach Hause. Bitte hab keine. Okay, ich glaube, er hat keine Tränke. Das ist gut. Ja, das hoffe ich auch gerade, dass er keine Tränke hat. Das oh, ich krieg dir eine Max Roll. Leck mich. Was hier passiert, ist nicht cool. Einfach Alola Slimer weg. Super dumm. Ja, Pamfuli, die beiden waren ja recht kurz vor der Entwicklung. Ja, das stimmt. Ah, come on. Ich dachte mir, okay, gut, jetzt ist Tali da, der Kampf war schwer, dann kann ich mich erinnern, aber ich hätte jetzt nicht, dass ich direkt meinen Alola Slimer verliere. Jetzt setzt der Elektroball ein, bitte mach nicht noch mehr Damage. Okay, Elektroball ist halt auch super stark, weil das Ding so schnell ist. Ich hab's wegbekommen. Und dann gegen ein langsames Pokémon wie Alola Slimer macht halt super viel Schaden. Oh, Kara ist erstaunlicherweise so ein wichtiges Pokémon bei mir. Mein EP-Teiler ist noch an. Oh, kann sein, dass es bei mir auch ist. I don't know. Ich mach ihn gleich aus. Nee, bei mir nicht. Okay. Marikek. Okay, Marikek ist easy. Mit Zundert. Och Mann. Ich hab mich so gefreut, dass ich ein paar Pudi hab. Ja, ich habe mich so gefreut, dass ich Alola Slimer noch hatte. Ist für uns beide im Endeffekt gut, weil ich glaube, das Sorgen-Pokémon bei mir für dich war halt Pampuli und halt andersrum Alola Slimer für dich, ja für mich. In dem Sinne ist es irgendwo gut, aber... Das ist halt für uns beide trotzdem am Ende des Tages dumm. Ja. Ja, ich meine, vielleicht hast du eine coole Option für das Ding, vielleicht hast du ja, wie gesagt... die Vorentwicklung von Colossand, aber ich habe jetzt nicht unbedingt eine Alternative für Alola Slimer. Ja, Alola Slimer war so ein gutes Pokémon. Ich glaube, man kann es sogar hier irgendwo nochmal fangen, theoretisch. Ja. War das nicht sogar so? Das könnte sein, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Es wäre nicht dasselbe. Ja, richtig. Erstens das und zweitens, ich hatte kein Gift-Typ drauf, was mir auch gleichzeitig die Möglichkeit bietet, dass du es nicht klauen kannst. Und ja. Naja. Keine Ahnung. Es ist schon sehr, sehr ärgerlich. Was war nochmal sein letztes Pokémon? Hat man das schon mal gesehen oder ist es das erste Mal, dass er drei hat? Ich sehe es gerade, das letzte Pokémon. Sagen wir es mal so, aber ich werde es jetzt nicht sagen. Okay. Aber es ist wahrscheinlich ein anderes bei dir als bei mir. Also es ist so ein Anpassding. Okay. Ich weiß gar nicht. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein Marikek besiegt. Kek. Aber seine Level sind auch extrem hoch, holy shit. Ja, das stimmt. Das stimmt. Bei mir ist gerade das Flamma, Problem. Okay. Wahrscheinlich ja, dann bei dir Blitzer. Fulipurva? Ja. Okay. Und bei mir macht Fulipurva gerade tatsächlich sogar ein paar Probleme. Okay, wie reagiere ich auf Blitze? Ne, warte, Flamara war es. Ich habe gerade Blitzer gesagt und deswegen hat sich mir eingespeichert und wäre fast in ein komplett falsches Pokémon gegangen. Ja, das wäre schon ziemlich cool gewesen. Ich darf nicht in das Pokémon gehen. Der könnte was machen, aber ich glaube, ich gehe einfach safe in den hier. Da dürfte er gar nichts machen können. Ja. Oh. Okay. So, ich bin jetzt auch gerade dabei, es denke ich mal gleich zu besiegen. Also ich muss jetzt erstmal ein bisschen Setup leisten, aber dann sollte es klappen. Ich brauche einen Trank. Ich hoffe, ich habe noch welche. Ja, ich habe noch Hypertränke. 14, jawohl. Jawohl. Ja, ich habe auch noch Hypertränke. Rockara ist echt richtig gut gegen solche OP-Dinger im Story-Mode quasi. Weil ja, das hält halt super viel aus. Das stimmt. Macht mich glücklich. Und die Leute wollten von uns, dass wir zum Beispiel Itembegrenzung machen. Also ja, das könnt Tränke ihr nicht machen in Sonne und Mond. Wir hätten bereits bei Lurantis verloren, hätten wir Itembegrenzung eingeführt. Ja. Wir hätten uns overleveln können, dann wäre das nicht passiert wahrscheinlich. Ja, aber das ist ja langweilig. Also das ist dann doch auch genau, das läuft doch dasselbe hinaus. Und die Challenge ist ja hier nicht unbedingt zu gewinnen, sondern dass wir eben gegeneinander kämpfen. Das genau. Ist so. Das steht eher im Fokus als Nuzlocke an sich. Die Nuzlocke gehört dazu. Aber es wäre dumm, wenn wir halt schon viel früher verlieren. Also sagen, okay, wir werfen quasi so unsere Pokémon aus dem Fenster. Ja. Ist halt immer frustrierend. Deshalb ist natürlich manchmal vielleicht ein bisschen blöd, wenn wir Items spammen und so weiter und so fort, aber... Ich finde das hier überhaupt nicht schlimm, ehrlich gesagt. Ja, ich finde es auch nicht schlimm, aber wir haben Item-Spam gemacht und trotzdem super viel verloren, also von daher... Ich meine, es gibt halt trotzdem mal Leute, die kritisieren, man kann es nicht allen recht machen und das ist halt auch unsere Begründung dahinter, um darauf einzugehen. Und ich habe jetzt nebenbei Fulipurva besiegt. Ja, ich habe jetzt auch gewonnen. Ich gehe jetzt mal in Pokémon heilen und... Ich würde sagen, wir heilen und machen dann auch Schluss. Ja. Ich gucke kurz, ob ich vielleicht irgendein cooles Pokémon habe.
direkt im Austausch, aber ich glaube tatsächlich nicht. Ja, ich weiß noch nicht, ich muss mal ein bisschen überlegen. Wir haben jetzt aber auf jeden Fall einige Encounter in nächster Zeit, was uns auch nochmal ein paar Möglichkeiten gibt. Auch nochmal für die nächsten Kämpfe jetzt hier auf der Insel. Also, das wird interessant. So, dann muss ich dich jetzt leider beerdigen. Hallo, Slimer. Ich wollte nicht mein Todestrompack wieder in Steam nehmen. Das ist halt super sad. Ich glaube, ich habe spontan jetzt nichts, wo ich sage, okay, das ist ganz cool und passt rein. Dann bleibe ich jetzt erstmal bei dem Team. Also ich hätte eigentlich auch nichts wirklich. Aber irgendwas werde ich schon reinpacken, damit ich halt 6 Bohren habe. Im Fälle als Opfer. Ich glaube, ich packe das einfach mal rein, damit ich irgendwas als Opfer habe. Mal gucken. Ja, das wäre tatsächlich klug. Dann mache ich das auch. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Ich mache den Fehler immer wieder. Ja. Yeah. Gut, ich wäre dann soweit ready. Alles klar. Dann hoffen wir euch, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Present auf seinem Kanal. Und habt noch einen schönen Tag. Lasst eine positive Bewertung da. Tschüss. Tschüss.